weil wir den Motor der Wirtschaft am Laufen halten. In Deutschland und an 64 Standorten weltweit. Sehr verehrte Damen und Herren, der 10. Spieltag steht an, wie das offenbar attestiert bei Eintracht Stadt Allendorf. Das Ganze morgen am Samstag 14 Uhr. Ich freue mich, dass wir den Trainer Hodger hier bei uns haben. Hi. Und den Cheftrainer Daniel Steuernagel. Ja, hallo. Und Tren, ja, ich vermisse etwas, dein topmodisches Accessoire. Du hast einen auf die Mütze bekommen, aber jetzt fehlt was, oder? Ja, ich hoffe, ich muss das Ding nicht mehr anziehen. Hatte ein bisschen Pech in den letzten Wochen, aber ja, morgen muss ich das, glaube ich, nicht anziehen. Sah aber schick aus, blauer Turban und es hat dir zumindest nicht geschadet, du hast ganz ordentlich gespielt. Das ja, war ja die Überlegung, ob man es klebt oder nicht, aber ich habe mich mit dem Turban wohler gefühlt, sicherer und deswegen ist, glaube ich, alles ganz gut gegangen. Aber den Jasula machst du uns nicht, dass du dann jetzt monatelang mit dem Turban spielst? Nee, ich glaube ich nicht, ich komme auch so gut zurecht. Wie war denn so die Trainingswoche? Die war etwas kürzer, aber die war auch, alle Jungs haben gut mitgezogen und ja, ich glaube, wir sind alle heiß auf das Spiel morgen. Na, er spricht schon wie ein Trainer, hast du das gehört, Daniel Steuernagel? Ja, ich bin heute überflüssig, glaube ich. Ich kann das, glaube ich, nicht machen für mich. Würde mich trotzdem so interessieren, was du denkst, was so auf uns zukommt in Stadt Allendorf. Ja, Stadt Allendorf ist eine Mannschaft, die sehr gut organisiert ist, die, glaube ich, wenig Gegentore bis jetzt bekommen hat. Die höchste Gegentorzahl waren 2. Und das ist einfach dem geschuldet, dass jeder Spieler weiß, was er gegen den Ball zu tun hat. Sie haben eine sehr gute Restverteidigung. Von daher wird es eine harte Aufgabe für uns, wo wir die Dinge, die wir jetzt die Woche auch im Training umgesetzt haben, dass wir die natürlich auch auf den Platz kriegen. Und das ist wie jede Woche immer das, was wir hinbekommen müssen. Jetzt haben wir eben schon über Trainer Rodgers Blessur gesprochen. Gibt es noch andere, die irgendwie angeschlagen sind? Oder kannst du aus dem Vollen schöpfen? Ja, ihr habt der Mieche macht immer weitere Fortschritte, konnte jetzt schon individuell mit unserem Fitnesstrainer arbeiten. Und leider ist der Mike Vetter krank. Da müssen wir noch abwarten, wie die sich entwickelt bis morgen. Ansonsten sind alle einsatzbereit. Dann erstmal danke für die ersten Statements. Ihre Fragen bitte. Frage an Daniel Steuernagel nochmal zum Gegner. Die hatten jetzt unter der Woche ein Pokalspiel, wo allerdings, glaube ich, nicht unbedingt so komplett die erste Elf oder vermeintliche erste Elf zum Einsatz kam. War ja mehr oder weniger bei Ihnen vor der Haustür. Was gab es da noch für Erkenntnisse? Inwiefern ist das etwas, was dem OFC vielleicht ein bisschen in die Karten spielen kann? Mittwoch ist jetzt nicht so viel Zeit dann wiederum gewesen zum Regenerieren für den Gegner. Also zum einen, das hat man gesehen, also die Muster, die sie in ihrem Spiel haben, ist egal, wer spielt. Ne? Hast du ja eben schon richtig gesagt, dass sie 4 Positionen, glaube ich, durchgewechselt hatten. Aber die Jungs, die gespielt haben, haben genau das Gleiche gemacht, was die anderen, die im Ligaspiel gespielt haben. Und von daher spricht es dafür, dass jeder Spieler weiß, wenn er auf dieser Position spielt, was habe ich zu tun, wie muss ich mich dort verhalten. Und klar hat jetzt Gießen das Spiel 3-0 gewonnen, was mich natürlich auch ein bisschen freut. Dass jetzt habe ich ja noch ein bisschen Verbindung hin zu dem Verein. Aber ich glaube, dass Stadt Allendorf trotzdem ein gutes Spiel gemacht hat. Hätte, wenn sie die Chancen in der zweiten Halbzeit genutzt hätten, auch das Spiel gewinnen können, hätten sogar müssen. Und aber wie das so im Fußball so ist, wenn man die Chancen dann nicht macht. Und ob das jetzt für uns ein Vorteil ist, dass sie jetzt über 120 Minuten gegangen sind, das ist dann immer nach dem Spiel wieder die Frage. Ne? Wenn wir es gewonnen haben, dann könnte das ein Faktor gewesen sein, wovon ich stark ausgehe. Aber ich glaube, er hat ja auch durchgewechselt, wird wahrscheinlich wieder ein bisschen rotieren. Und also das kann kein Alibi für uns sein, dass die müde sind oder eine Ausrede oder das vielleicht ein bisschen weniger tun, weil Stadt Allendorf kommt über die Mentalität, über den Einsatz und da können alle Jungs laufen und von daher denke ich, dass das
keine Einschränkung für den Gegner sein wird. Anschließend noch eine Frage zur eigenen Mannschaft. Jake Hurst hat jetzt nach seinem richtig guten Lauf 2 Spiele in Folge nicht getroffen. Das ist jetzt sicherlich bei so einem Spieler kein Drama und auch irgendwie mal zu erwarten gewesen. Aber was aufgefallen ist, in Freiburg hatte er nicht wirklich, sag mal, einen Mann an seiner Seite. Jetzt war es taktisch bedingt beim letzten Heimspiel auch kein klassischer Stürmer, der neben ihm agiert hat. Ist das eine Überlegung, das wieder zu ändern, dass er da besser zur Geltung kommt, wenn er dann so einen zweiten ausgebildeten Stürmer an der Seite hat? Ja, in Freiburg war es ja so, wenn ich mich richtig erinnere, hat ja der Flutreske mit ihm gespielt und das hat ja vorher immer gut funktioniert. Aber ich glaube nicht, dass es daran lag, weil Jake hat, glaube ich, gegen Freiburg nicht so gutes Spiel gemacht, wie viele andere auch. Aber gegen Saarbrücken muss man sehen, ich bewerte hier einen Stürmer nicht nur nach Toren, sondern ich denke, was er gelaufen ist in dem Spiel, das war sehr, sehr wichtig für uns. Und dann sieht man manchmal erst dann, wenn die Leute nicht mehr auf dem Platz sind, was sie vorher eigentlich geleistet haben. Und von daher war ich mit Jake trotzdem zufrieden. Und natürlich brauchen wir auch Tore, das ist ganz klar. Und da ist natürlich auch eine Überlegung, weil der Florian Treske die Woche auch gut trainiert hat. Und das ist natürlich dann eine Option, zu überlegen, ob er wieder reinkommt oder ob man einen kleinen, wuseligen Spieler, weil auch die Innenverteidiger von Stadt Allendorf sind auch eher groß. Das wäre ja auch die Überlegung, gegen Saarbrücken da einen wuseligen Spieler zu bringen, um da auch Denkprozesse auszulösen bei beiden, ob sie durchdecken oder hinten drinnen stehen bleiben. Und wie gesagt, auch ein Hechtzirbel, der vielleicht jetzt nicht so gut gespielt hat, hat auch eine richtige Reaktion gezeigt, hat gut trainiert. Das ist ein Spieler, der das spielen könnte. Und von daher haben wir da schon genug Optionen. Auch Varol Akkötz, ne, der auch jetzt brennt irgendwann auf seine Chance. Von daher haben wir da genug Optionen, die wir da auch vom Spielertypus her, völlig unterschiedliche Spieler, also haben wir genug Optionen. Frage nochmal an Trend dann zur Ausgangslage. Wenn man sich das jetzt anguckt, so eure Bilanz, es ist absolut ausgeglichen. Ihr habt mit die meisten Tore in der Liga erzielt, steckt aber oder steht jetzt aktuell unter dem vermeintlichen Strich, habt jetzt quasi ein Kellerduell. Wie geht man damit um? Das ist ja für euch dann eher eine ungewohnte Situation, habt ihr schon länger nicht mehr gehabt. Spürt man da eine besondere Anspannung oder ist eher so, dass ihr sagt, wie der Trainer, glaube ich, auch zuletzt betont hat, in den letzten 5 Spielen waren 4 richtig gut. Das ist das, woran ihr euch aufrichtet, woran ihr euch orientiert? Ja, die Saison ist ja noch relativ jung. Ich glaube, wenn man die letzten 5 Spiele guckt, dann sieht man auf jeden Fall so, was wir in der Lage sind. Deswegen sollte man jetzt nicht auf die Tabelle schauen. Ich glaube, wenn wir jetzt gegen Saarbrücken gewonnen hätten, dann wären wir auf dem 5. Platz. So, braucht man, glaube ich, noch ein paar Spieltage, um dann irgendwann mal ein Fazit zu ziehen. Aber so wie wir in den letzten Wochen agieren, stimmt das einen sehr positiv und ja. Gibt es weitere Fragen? Ich hätte dann vielleicht noch mal eine kurze Frage. Und zwar, jetzt haben wir ja gegen Saarbrücken, die Doppel-6 war ja besetzt mit Trenn und mit Großer Wader. Siehst du das als Luxusproblem oder wie gehst du damit um? Weil auch der Luka Garic hat natürlich, muss man sagen, super gespielt in den 2-3 Spielen, wo er von Anfang an gespielt hat. Auch auf dieser Position. Na klar, wenn Trenn hat auch ein super Spiel gemacht, deswegen ist er drüben außer Frage. Ist das ein Luxusproblem oder finden wir da eine Lösung? Oder wie gehen Sie als Trainer damit um? Also erstmal gut analysiert. Ich denke, dass alle drei wirklich richtig gut sind auf der Position. Das ist ja auch eine Überlegung dann, dass man mit allen drei spielt, ne? Dass man dann das System vielleicht dann auch wieder umstellt, ne? In einem 4-3-3 spielt, ne? Wo beide dann oder alle drei dann auch spielen könnten. Und, oder man spielt es im 4-2-3-1, ne? Dass man einen auf die 10 vorschiebt, weil sie auch alle Spieler sind, glaube ich, die ganzen drei Positionen spielen können, wo wir unheimlich variabel dann auch im Zentrum sind und von daher auch nochmal für den Trenn. Das weiß er aber auch, so wie ich ihm auch persönlich schon gesagt habe, für mich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und der Luka war vorher auch sehr, sehr stark und von daher ist es schon ein Luxusproblem und eher so, ne, dass der Trainer überlegen muss, denken muss, wie macht er das, wen lässt er draußen.
als wenn es andersrum ist, wenn man die, wenn man nicht weiß, ja, wen kann man aufstellen. Und das ist, glaube ich, dann, ja, wie Sie gesagt haben, dann eher ein Luxusproblem. Eine schöne Probleme. Ja, Probleme ist ja manchmal. Probleme hast du gerne, oder? Also Probleme hat man als Trainer gerne. Das ist schon okay. Gibt es noch weitere Fragen? Ist nicht der Fall. Dann wünschen wir uns, ja, einen erfolgreichen Tag morgen in Mittelhessen. Inshallah, Andorf. Dankeschön.